Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Jürgen, bist immer noch an meinem Telefon. Servus. Servus. Ich lade dein Haus gerade auf. Du lässt es auf, okay. Ich bin gleich bei meinem Grundstück. Also, ich muss dann nochmal kurz zum Händler. Falls ich noch nicht da bin, dann ich muss auch noch kurz zum Händler, bei dem seine Schilder sind angekommen. Okay. Ja, dann muss nochmal Zeug holen, dann sehen wir uns später. Oder rufst einfach nochmal an, wenn du bei mir am Grundstück bist. Jo, passt. Gut. Ruf 3 war's, ne? Jupp. Jo, passt. Ciao. Ciao. So, jetzt setze ich erstmal das Gewicht ab. Das stört nämlich da vorne dran. So, das sieht schon ziemlich gut aus, was wir uns hier angeschafft haben. Letzte Folge gab es ja die Bestellung. Das war nicht. Gab es ja die Bestellung beim Händler für unser Forstequipment. Haben wir alles gekriegt, war richtig gut der Händler. Muss ein bisschen mehr Platz lassen. Der Jürgen Rasex hat von mir den Auftrag gekriegt, dass er mir hier ein Fertighaus hinstellt, so ein kleines Tiny House. Und ich düse jetzt nochmal zum Händler und hole noch die Biobelts Stubenfräse und den Dingsterneck, den Lifterneck. Der ist dafür da, dass wir hier die Baumstämme von A nach B ziehen können. So ist der Plan. Muss mal gerade gucken. Ah ja, wann leuchten sie noch an? Gut. Dann habe ich schon alles hier. Wobei, vielleicht dieses Klammerdings da. Ah, der Peter kommt. Na, warte mal, ich muss mir hier gerade noch Wannenlichter anmachen. Hans-Peter, servus. Hallo? Würde ich leider nicht. Hallo? Hallo? Ja. Ah, jetzt. Hi. Ja, manchmal bin ich einfach da. Wolltest du mir gerade die Sachen schon bringen, oder wie? Ja, ich hatte gerade eh nichts zu tun. Okay, die kannst du aber abstellen, weil ich muss noch zum... Achso, nee, warte mal. Der Rasex, der Jürgen, der wollte zu dir kommen. Der hat gesagt, der hat irgendwas, was du bestellt hattest, dabei. Irgendwelche Schilder oder so. Schilder? Ja. Das ist jetzt nicht drin. Aber willst du mal mit mir hinterher... Also, du weißt, wo ich hin muss? Hof 3? Hof 3? Ja, das ist... Zeig ich dir das gerade mal. Fahren wir kurz zusammen runter. Jo. Fahren Sie vor. Ja, ich fahr vor. So, muss gerade mal wenden. Machen Sie das. So, war ein Blinker aus. Kommt einer von hinten, ne, oder? Ja. Nein. Ah ja. Super, dann habe ich ja schon alles. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja. Immer gerne. So. Ich habe bei dem Jürgen habe ich gerade noch ein Haus bestellt, ja? Ein Haus? Ja. Ja, ich brauche ja irgendwie mal eine Schlafmöglichkeit. Ich schlafe immer irgendwo bei den anderen Leuten. Ja, das ist ja auch irgendwie blöd. Es gibt schlechtes Karma. Ja. Sehr schlechtes. So. Wie geht's denn heute so? Soweit ganz gut.
Das ist schön. So. Oh, muss kurz was auf den Höhen schauen. Ich bin nur noch nicht sicher, wo der das Haus hin soll. Wo sollen die Geräte denn hin? Stell's gerade mal da hinten neben das vordere Teil. Neben die. Ja, genau da. Ich weiß einfach wo. Können Sie mal abkoppeln? Jo, Achtung. So, Schläuche sind weg. Und die Biobells einfach daneben dann nochmal. Vielen Dank, gell, dass es so schnell geklappt hat hier mit den Sachen. Jo. Was war los? Der Traktor war gerade zu laut. Ich bin bekannt als der schnellste Händler der Welt. Alles gut. Ich hoffe mal, Sie haben auch richtig gebucht. Warten Sie, ich koppel ab. Subwelle, Achtung. So, jetzt. Jawohl. Ah, genau. Sieht schon. Wobei ich mir vorhin gedacht habe, vielleicht hätten wir das farblich. Warten Sie mal, ich hole mal kurz meinen Traktor. Ich habe nämlich gedacht. Ja, der ist schick, aber vielleicht wäre die Biobells. Stellen Sie ihren mal weg. Oh. Da ist die Polente, pass auf. Kann mal gucken. Bloß nicht hupen, gell? Nee. Können Sie mal hier. Ich gucke mal an. Ja, das weiß, das passt schon. Nur habe ich mir das eigentlich anders vorgestellt. Eigentlich dachte ich, ich mache die vorne dran. Ja, vorne ist ja auch das Weiß. Ja, eben. Dann mache ich hinten das Gewicht dran. Oh, der Polizist kommt. Was? Passen Sie bloß auf. Ja, Polizeiauto fährt weiter. Fährt weiter. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Mach mal gerade ein Foto für Instagram. Geh mal auf die Seite. Ich muss mal auch eins machen. So. Ja, schon heftig, das Teil. Jo. Jo, können Sie dem. Okay. Ruf mal gerade den Jürgen an, warte mal. Ja. Hallo Jürgen, wo bleibst du denn? Ah, Tag Volker. Ich bin fast da. Ja? Ich bin beim Wasser unten bei den Brücken. Okay. Gut. Ah, tschüss. Der Peter fährt. Hallo. Nee, der Peter fährt, oder? Ah, der bleibt noch da. Okay, gut, ich bin da. Jo, passt. Dann bis gleich, ciao. Bis später. So. So, der Jürgen, der kommt da angefahren. Warte mal, ich stelle mich gerade mal auf die Straße und lotse ihn rein. Ich sperre gerade mal die Straße hier rein. Jawoll. Oh, jei. Kommt aber auch mit großem Gerät an. Ja, da ist mein ganzes Haus drin. Uiuiui, sportlich. Ja, ja. So. So, jetzt Jürgen, servus. Guten Tag. Moin. So. Ich hab dein Auto dabei. Ja, das ist super. Ich weiß nur nicht, wie groß das ist. Passt das hier rein? Ich sag mal so lang, fast so lang wie der Hänger. Okay, dann hätte ich das gern hier zwischen der Wiese und der Mauer stehen. Wiese. So dass die Tür zur Wiese ist? Ja, natürlich. Ich möchte ein bisschen Grün vor meinem Haus haben. Ja, okay. Das kriegen wir hin. Und dann, wenn es geht, auch davor noch ein bisschen, vielleicht bis zu den Vogelscheuchen, einen Garten. So breit wie das Grasstück ist. Ja, da schmeiß ich einfach ein bisschen Gras drüber. Ja, also von vorn bis hier, gerade bis zu den Vogelscheuchen. So. Ja, das ist nämlich nur Kies. Ja. Der rutscht dann nach unten. Okay. Kriegst du das von der Stadt bezahlt oder von deinem Kampel? Nee, das ist meins.
Ich hoffe mal, dass das Geld reicht. Ja. Vielleicht kannst du mir einen Rabatt geben. Ich fahre auch gerade nochmal hoch zum Sepp, da muss ich nochmal arbeiten. Jo, ich bin auch hier. Erstmal weg. Jo, tschüss, Peter, vielen Dank nochmal, gell? Wo bist du denn? Ah, da drüben. Ciao. Ich muss zum Sepp nochmal. Übrigens, krasses Teil, was du da hast, gell? Ja. Er ist ja größer wie ich, ey. Wir kriegen dann nur noch von dir 5000 als Bauhof. 5000? Ja, als Steuer. Ach so, zusätzlich, nachdem der Bau abgeschlossen ist. Ja, das mache ich. Genau. Okay. Gut. Der Knoll ist da. Ja, gut, ich telefoniere mit dem Knoll. Tschüss. Jo, ciao. So. Gut. Hallo, Herr Grundbauhof. Hallo. Grüß Gott. Du, ich hatte nochmal oben 10 Bäume abgefällt beim Sepp. Okay. Ja, werde ich. Die Überweisung, die ist durchgegangen, oder? Die 6000 kam an, super, vielen Dank. Okay. Das Geld kommt. Das Geld kommt. Gut. 500 pro Baum haben wir abgemacht, ja. Ja, genau sowas. Ja, genau, krass. Ich fahre jetzt mal zum Sepp und guck mal, was man da für die Baumstücken will, was ich ihm da abknöpfen kann. Hab eine Stubenfräse inzwischen. Oh, da steht die Polenta. Ah, okay. Sind Sie jetzt schon Förster oder was? Ja, ja, ich habe das Equipment heute gekriegt. Okay. Ah, perfekt. Das Sepp Hans. Viel Erfolg. Danke. Also, bis dann. Bis dann. Der Händler wurde gerade von der Polizei aufgehalten. Ups. Der Händler? Ja. Oh. Er hat wohl Geschwindigkeitskontrolle gemacht. Ich fahre mal schnell weiter. Also. Aber nicht zu schnell. Ja, das ist gerade schwierig. Okay. Ich gebe mir Mühe. Ja, dann. Gut, bis dann. Guten Hunger noch. Bis dann. Danke. So, gut. Dann geht unser Geld dahin, aber wir haben uns auch schon gut entwickelt hier im Moment. Ich fahre mal zum Sepp. Ich glaube, ich nehme bei dir. Oh, da ist der Polizist. Ich sehe ihn im Rückspiegel. Ist er das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. So, bin mal gespannt. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich probiere im Sepp 100. Ja, dann machen wir 50 Euro pro Baumstumpf. Probiere ich ihm abzuknöpfen. Oder zu berechnen, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob das Polizist hinten ist im Auto. Probier mal schön vorsichtig hier um die Kurven zu sliden. Alter, der Herr Schmidt ist es. Ja, was denn jetzt? Lässt er mich rein oder nicht? Ja, okay. Also es war gar nicht der Polizist, habe ich ja Glück gehabt. Ah, hier steht mein Auto. Nice one. Gut zu wissen. Mein Auto stand da. Okay, das muss ich auch irgendwann mal noch bezahlen. Der Schmidt, der verfolgt mich irgendwie. Weiß nicht warum. Oh. So. Gut. Dann soll es das schon von der heutigen Folge gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne auch bei dem Jürgen RaceX, Dark RaceX YouTube vorbei. Oder und bei dem Blackbeast 96. Und
bis später dann. Tschüss.